Collect them all. Be the first one on your block to own the amazing new Mini Mario toy. Hurry before they're all sold out. Hurry, buy one, buy them all. Buy them all. Buy them all. Buy them all. Hallo und grüße ich, meine lieben Mario-Fans. Und zwar, es gibt ein neues Nintendo Switch-Spiel, und zwar Mario vs. Donkey Kong. Und das ist richtig cool, auf das habe ich schon richtig gefreut, auf den Titel. Und zwar hat es damals schon auf dem Game Boy ein Spiel, und zwar spielt Donkey Kong. Und da ist genau um dasselbe gegangen wie bei diesem Titel. Und zwar, man muss Mario gewisse Aufgaben lösen, Rätsel lösen und um Donkey Kong überlisten. Und wie das Ganze jetzt ausschaut, das schauen wir uns jetzt gleich gemeinsam an. Und wie gesagt, dann starten wir gleich ein neues Spiel. Entspannt und klassisch, nur das Spiel doch mal klassisch. Und los, genauso wie es da steht, starten wir gleich das Spiel. Genau wie früher auf dem Gameboy war es so, man muss den Schlüssel finden und dann mit dem Schlüssel das Tor öffnen. Und dazu muss man Hindernisse und Sachen überwinden. Schauen wir mal. Okay, da oben ist ein Paket, das werden wir sich gleich mal schnappen. Ein Paket haben wir, da gibt es ein zweites. Was ist das für ein Fragezeichen? Ah, okay. Zur Erklärung. Zweites Paket. Ja. Über den Schlüssel geht es. Sehr gut. Jetzt wissen wir das auch. Okay. Passt. Erste Level geschafft. Das Spiel hat damals im Game schon so viel Spaß gemacht. Und da, glaube ich, gibt es ja auch einen Koop-Modus. Den muss ich auch mal probieren. Auch richtig cool. Komm her, Scheige. Zack. Okay. Ah, jetzt habe ich schon die Backe. Ah, die kann man annehmen. Sehr gut. Also, Level Design finde ich nochmal richtig cool. Ah, da kommt ein Kippen. Okay, das sind die Spielzeug-Marios, die wir sammeln müssen. Ja, perfekt, hätte ich gesagt, ne? Ha! Die ersten Level sind natürlich eher einfach gestrickt, ist eh klar. Aber der erste Eindruck ist schon mal sehr, sehr gut. Ich würde es gerne in die Kommentare hinterlassen, wenn du sagst, warte, dann machen wir ein Gameplay über das
Original von damals, ja, von dem Gameboy. Gerne. War sicher interessant, wieder mal zum Zocken. Zack, okay. Brauchen wir den Schlüssel? Ah. Das Paket tun wir jetzt auf jeden Fall mal gleich. Ah, da müssen wir wahrscheinlich da oben das Ölfass. Okay. Man muss ja doch einmal erst ein wenig drauf kommen, wie das Ganze wieder funktioniert hat. Und die Denkweise ein bisschen. Wie die Überlegung dahinter war. Ja. Da schnappt man sich den Schlüssel. Ich glaube, man muss eh schon geschafft, oder? Kann ich Schlüssel abgehen? Ach so, ja, perfekt, so geht's. Ja, wo muss man reinkommen? Habe ich gesagt. Tolles Spiel, auf das habe ich mich richtig, richtig sehr gefreut. Die Flammen wahrscheinlich. Jawoll. Power up, sehr gut. Ah, dann kann ich wieder fangen, okay. Sehr gut. Ich hoffe, ich habe nichts ausgelassen. Und dann den nächsten Mini Mario. Spielzeug Mario, so muss er. Ja, cool. Das ist ja wieder mal ein klassisches Spiel, was man einfach aus Handheld auch cool zocken kann. Richtig, richtig geil. Ja, macht echt Spaß. Gefällt mir. Das Level Design ist super. Angepasst an die jetzige Zeit. Sehr, sehr cool. Ah, das geht auch wieder. Mal. Das war immer so witzig. Schwung rein und Sprung. Jawoll. So, da haben wir mehrere Pakete. Vielleicht sollte man da vorher umhupfen, dass wir nicht gleich kaputt sind. Ah, so geht das. Verdammt, waren wir daneben. Ah, und dann gleich von vorne fangen. Sag Gott, ja, wie früher. Da fällt mir ein, es gibt einen entspannten Modus auch. Dann müsstet ihr eigentlich einmal dann umstellen und testen, was da genau der Unterschied ist. Was genau da entspannt ist. Sie haben es dann probiert, jetzt starten wir. Schauen wir mal, ob die Level nicht schaffen. Wow. So. So, dann machen wir das. Schlüssel. Ding. Ja, da kann ich die Tür hupfen, passt. Aha. Na, das ist ja gemein! Na! Jetzt fange ich mir die ersten Level schon. So. Sprung Mario. Foto. So, nehmen wir noch nicht. Da. Zack. Das kann gar nicht sein. Das ist ein bisschen feig. Einen Sprung und dann werden wir das gleich mal Gas geben. Werfen wir das umeinander ein. Wo kein Zeit ist. So. Gut, ich springe. Ich springe jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftiger. So. Mal daneben. Ah, da kann man mit Fahrt drüber laufen, das muss man wissen. Sehr gut. Apropos entspannt, jetzt muss ich das schon mal testen,
was Unterschied ist, Spielweise ändern, wenn man so also auf entspannt, okay. Ah, jetzt haben wir dieselbe Level nochmal. Was ist jetzt anders? Oben ist eine Fahne. Okay. Ach so, das heißt, ich hab da einen Checkpoint. Ah, okay. Ja, wissen wir das auch. Was die brauchen, wie du ein bisschen machen. Und ich hab Blasen. Bleiben wir jetzt mal in dem Modus, und die mal hin und her werden. Oh! Ah! Ach, okay, wie nett. Dann wissen wir das auch schon. Ja, also so funktioniert es damit, die Rätsel zu lösen. Puh, sehr, sehr friedliches Ding, sehr gut. Paket gefunden. Ah, und Zeit läuft auch nicht da. Ah, okay. Das ist wirklich entspannt, jawohl. Also anspruchsvoller ist sicher das andere, aber zum Relax durchlaufen, ist okay. Kann man mal machen. Perfekt. Ich sag, dann schauen wir gleich zu den nächsten Aufgaben. Gut, was gibt's jetzt da wieder Neues? Kann man das zu laufen? Ja, kann man. Glaub nicht vorher. Ah, du, okay. Das Paket zum. Zack. Und dann. Ah, ich kann nicht oben gehen. Wo ist mein Schlüssel? Ah! Dann auf die Zeit verschlüsseln. Das ist ja interessant. Aber das war auch damals beim Gameplay so, dass der Schlüssel auf eine gewisse Zeit flimmern angefangen hat und dann wieder zurückgesetzt worden ist, ja. Gut, was gibt's da alles? Okay, Elektrizität, wir wissen's. Ich habe da natürlich ein Paket und das muss ich natürlich unbedingt sammeln. Das möchte ich schauen. Jetzt will ich kurz warten, dass das weg ist. So, dann. Da machen wir einen Spannspringer. Gucken und dann gleich den nächsten Mini Mario. Sag Gott. Spielzeug Mario, Toy Mario, oh mein Gott. Super, perfekt. Also, das Kind, was gerne kommt, auch nicht los, wie euch das Spiel gefällt. Ich muss sagen, ich finde es sensationell, ich finde die Grafik super. Bin sehr zufrieden, bin sehr, sehr also mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut.
das Spiel macht auf jeden Fall Bock auf viel mehr. Gut, da müssen wir springen. Infobox. Ah, okay. Warum eigentlich? Okay. Na, komm nicht drauf da. Du hast einen Scheiger oder was? Sorry. Das heißt, jetzt wird es dann schon ein bisschen tricky. Das heißt, du musst den Schlüssel da herstellen, muss jetzt da umlaufen, drück die Tasten, oder? Und dann geht es aber null aus! Null! Nein, bin ich viel zu langsam! Nein! Oh mein Gott! Wie geht das? Okay. Achso, kann ich den Schlüssel da herstellen? Auf die Kanten? Das können wir schon probieren. Dass wir da hoch dann. Mal drauf. Nein, das wird nicht gehen. Doch! Ha! Das geht! Achso! Ja, das bringt uns nichts. Na! Ach! Verdammt! Ja, was mache ich denn jetzt falsch? Da drüben gibt es auch Trampolin. Ah, okay. Jetzt kenne ich mich aus. Oh mein Gott, mein Fehler. Zack. Okay. Ah, wie kann ich denn das übersehen haben jetzt? Ah, ja, sehr gut. Jetzt vergesse ich es auch noch fast einmal. So. Ah, Entschuldigung, ich habe den Button auf der Seite nicht gesehen. Oh mein Gott. Das könnte ja so einfach sein. So, dann nehmen wir ein Paket. Da ist wieder Sprung wieder. Zack, Scheige. Na! Ja gut, da bringt das Entspannte überhaupt nichts. Oder wenig jetzt. Das kann ich nicht nehmen, oder? Also, sehr gut. Jetzt haben wir alle drei Pakete. Und von entspannt auf, zack, und schnappen sie den Mario. Sehr gut. Nächstes Spiel, los geht's. Das ist eigentlich wie ein Suchtspiel. Das gefällt mir. So. Passt. Mal drücken und ach ja. Schon nicht. Hallo? Achso. So. Jetzt bin ich ja. Wieder.
Ja, gibt's denn das? Es hat einfach einen Sprung und so feigen. Okay, Obi-Drucker und A. Okay. Obi-Drucker und... Ja. So. Das Kastel stört ein bisschen, wenn man das probiert gerade. Gut, dann schnappen Sie das Paket. Zack. Ui, wie ist denn da? Ist so dunkel, kann da drin was. So, dann laufen wir weiter rüber. Zack. Aha, Kind fliegt zwar ihre Steine. Zack. Ah! Puh, was muss ich jetzt da? Rot und dann Gelddrucker. Ah, verdammt! Na, du hast vergeigt! 7, 6, 5, jawohl! Sehr gut! Das ist eine echt liebe Idee, dass man da die Füße so abplumpen kann. Laufen und A zurück, so. Lauf wieder, okay. So, und... Was? Spinne. Ja. Was? Wieso geht das nicht? Ich laufe nach rechts, ja. Und dann soll ich... Links? Hä? Ah, ich weiß nicht, irgendwie. Das muss ein bisschen lösen. Geht die Tonne dran. Und ich muss schnappen. Ach Gott. Ah, ich mag den neuen Hammer nicht an. So. Und passt. Und los geht's. Gut, so die ersten. Aha. 6 Levels jetzt. Bin ich gespannt, was jetzt passiert. Okay. Ah, meine Mini-Marios laufen nur wieder, oder was? Okay. Ah, okay, die müssen wieder. Okay. Oh, ist das lieb? Das ist eine coole Idee. Zack, da können sie wieder aufgekraxeln, sehr gut.
Oliver, ist es da dran? Zack. Welches? Und eine wieder. Ja, sehr cool. Das ist einmal eine witzige Idee. Ja, perfekt! Richtig, richtig cooles Spiel. Also da hat Nintendo echt wieder mal einen sehr, sehr coolen Titel ausgemacht. Ah! Bossfighter, oder was? Okay! Ha, sehr gut. Einige. Ah! Das habe ich nicht gesehen, da den Schlüssel aber gefunden. Ah, da, wie viel Leben das ich habe. Nein! Wo ist meine Tonne? Da ist meine Tonne. Dreimal wie oft muss ich die treffen? Gebühren. Jawohl. Ja, das ist auch cool, dass er solche Bossfights hat. Richtig cool gemacht. Sehr, sehr cool. Es tut mir leid, das war jetzt so schwer von dem Spiel. Ich finde es sensationell. Richtig cool. Ja, ich hätte gesagt, die World 2 schauen wir sie noch an und dann hören wir auf. Und währenddessen könnt ihr gerne einen Daumen hoch lassen und abonniert auch gerne meinen Kanal. Gerne einen Kommentar hinterlassen. Für euch ist übrigens nur ein kleiner Klick, für mich ein riesen Support. Danke! So, weiter geht's, ja. Nächsten 6. Das schauen wir uns schon an. Jetzt wo ich gerade ein wenig reinkomme. Ja. Okay. Super! Ah! Das war seine Kraxis, ist sie gleich leichter. Na gut! Das ist ja schon eine Kammer. So. Perfekt! Wunderschöner Lauf. Ui! Na! Das habe ich nicht gesehen. Ma, die hat ja Feuer gespuckt. Richtig gut. Ich war so begeistert, dass da die Pflanzen sind, die schönen Blumen. Und dann spuckt die Schlange. Aber logisch eigentlich. Ne? Okay. Ja, oh, das wissen wir schon. Ah, das heißt, so geht schneller. Das ist ein wichtiger Punkt. Zack. Und zack, da schnappen sie einen Minimal. Okay, entspannt ist vielleicht doch ganz entspannt. Ja. Vor allem kann es da wirklich immer nerven, wenn man an einem Stuhl hängen bleibt und dann muss ich es komplett die ganze Zeit neu machen. Also der entspannte Modus für einen leichten Rätselspaß, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Okay.
auf jeden Fall noch rauf. So, dann schauen wir, ob wir das gleich schaffen beim ersten Mal. Zack, ja, perfekt. Ah, jetzt ist die Fahne aktiv. Sehr gut. Ah, das kann man anschmeißen. Sehr gut. Wahrscheinlich einen Schlüssel aus. Wo ist denn der Schlüssel? Ah, gelesen, da muss ich jetzt an. Bis oben. Da ist der Mario. Ja, schön. Ich hab da schon mal hin, was wir einen zweiten Controller einschalten, dass man zu zweit die Level machen kann. Da ist halt ein bisschen ein Unterschied sein, dann, dass man gewisse Rätsel miteinander lösen muss. Wow! Da muss ich schnell sein. Okay. Ein Äffchen. So gut. So, muss ich entspannt das Ding, ne? Ja, sehr entspannt ausgegangen. So gut. So. Ah, ist wieder. So, abwehren, okay. Ach, der Vogel liegt. Wie könnte es anders sein? Wollte ich ganz weit, wollte ich nur. Da rauf. Okay, war eine gute Entscheidung. Passt. Perfekt. So, was müssen wir denn jetzt lösen? Okay. Schlüssel haben wir. Okay, den muss ich wahrscheinlich jetzt so herlegen. Ja, Vogel nervt. So. Na! Na! 2 Sekunden. Na! So, komm her. Der Ball Schlüssel. Zack. Na, dann verhupst du ja nur. So ein. Zack. 3, 2. Jawohl, perfekt. Es könnte ja so schön laufen. So.
So, was ist denn jetzt los? Wow! Mist. Ob jetzt das Paket, also die brauche ich nicht mehr, okay. Nächstes ist. Das Paket schnappen. Zack. Und Modo. Okay. Dann müssen wir eigentlich das Kirby drin machen. Zack. Dann gehen wir da rein. Warum sind wir so froh? Aha! Da hat man ganz so schnell nur noch gemacht. Okay. Okay. Ach so, wenn ich einen Rotdruck sehe, dann hätte ich oben das Paket drin. So, was ich jetzt eigentlich sowieso geschafft habe. Ne? Ja. Okay. Ist in Ordnung. Ah, nice. Obst erschlage ich Viecher. Sehr gut. Ah, okay, kurz mal überlegen, wo muss ich hin? Da ist der Schlüssel. Das Tor ist da. Da muss ich mal. Zack. Zack. Ah, das habe ich mal gesehen. Die werden hoch springen, ne? Sind los. Zack. Also den kleinen Sprung bin ich von Mario nicht gewohnt. Weiter geht's, sehr gut. Kapselwickte. Da schleppen wir mal das erste Paket. Ah, die rennen da rundum. Nice. Tago. Jetzt habe ich es geschafft. So gut. Ich hoffe, ich habe nichts auslassen. Nein. Perfekt. 245 kommt in die 6er Level. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Vor allem, man, das macht schon süchtig, aber es ist ein Spiel, wo man sagt, okay, heute mache ich mal Level, schalte wieder aus, mache eine Pause und mache nächstes Mal weiter. Richtig cool, schönes Spiel für zwischendurch, echt toll. Ah, nein, gleich doppelt vergeigt. Panik wegen der Flamme.
Wenn man ungeduldig wird, gell? Ah! Schau mal, ob das Äffchen umgeht, war nicht da. Das ist zu, okay. Zack, dann fällt jetzt auch nicht. Okay. Jetzt wird es aber interessant. Ah! Okay, ich weiß. Ja, da muss ich ein bisschen Zeit lassen, zu nichts. So. Mein liebes Kind hier. Warte hier, sehr gut. So, jetzt erst mal ein bisschen schauen, wo muss man hin? Das holen wir mal. Ah, okay, geht es so nicht aus. Ich habe ja ein entspanntes Spiel ausgewählt. Ich mache es nicht nochmal. Lieber das ja nochmal. Okay. Sechs, das geht ja auch noch, was ich duckt. Ist du erwischt worden, kann ich. So. Drei Pakete und nein, klar. Minimal. Jetzt bin ich gespannt, was für Buchstaben ich wieder sammeln muss. Ah, achso, es ist immer toll, okay. Da komme ich aber nicht durch. Da muss ich dann aufkraxeln. Ah! Okay, nice. Was soll ich machen jetzt? Mann, dann die Hupfolie auf! Nein. Das ist aber doof. Ah, okay. So muss ich mal. Zack. Da laufen mit. Die Laufwaffe. Okay. Dann machen wir wieder auf. Zack. Da muss man mal kurz mal überlegen. Zack, noch drei rum. Zack. Ja. Na, wir springen nicht. So, es geht sicher nicht da auf Seile klettern. Ja, schön! Alle geschafft! Richtig cool! Super Musik. So, was machen wir jetzt? Was muss ich jetzt sagen? Ach so, ich muss das Obst einfach da auf dem Dunkelknopf messen, oder? Passt. Oh. Ah, das war schon. Ja, perfekt.
Und wir haben es geschafft. Ah, nur ein Verlust. Ja, cool. Ich glaube, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir macht das Spiel auf jeden Fall schon mal Spaß. Und ich freue mich auch auf die nächsten Levels. Richtig cool. Könnt ihr es gerne Kommentare los, wenn ihr sagt, okay, Daniel, ich möchte dabei sein, wenn ihr die nächsten Levels macht, gern. Dann werde ich noch ein paar Gameplay-Videos machen drüber. Ansonsten, wie gesagt, wünsche euch viel Spaß damit. Und möchte euch jetzt nicht zu viel zeigen, weil das Spiel ist heute rausgekommen. Und ja, zu viel Spoiler macht dann nicht Spaß. Wobei, ich glaube, ein Level machen wir jetzt schon, weil ich glaube, jetzt sind alle neugierig. Was die dritte Welt so auf sich hat. Und dann habe ich gesagt, dann hören wir auf. Okay, Lava. Da muss ich ducken. Das hat mich sicher aber. Das möchte ich mal probieren. Wow! Okay. Ah, da geht's weiter. Voll. Null Probleme. Nein! Der kurze Ruckler habe ich gewaltig daran gebracht. Ah, da muss ich. Ja, okay. Zack. Können wir so machen. Weil ich kann mich nicht ducken mit dem Schlüssel. Also. Muss auch da ein bisschen aufpassen. Obwohl, es sind recht viele Feinde dabei von den damaligen Super Mario Bros. 2. Ah, okay. Passt. Ah, okay, da werde ich wahrscheinlich so einen Clown nehmen müssen. Kann es sein? Kann es auch nehmen. Ah! Na, kann man nicht. Dann muss ich wahrscheinlich mit dem Doppelsprung machen. Ui. Jo. That's it. Ah. Jetzt holen wir. Okay, das war. Okay. Na, dann mach es. Auf die sichere Weise. Zack. Jetzt fängt es aber schon. Jetzt an. Sehr gut. So, dann hätte ich gesagt, das war's jetzt tatsächlich und ich wünsche euch dann nur einen schönen Tag und ich hoffe, gleich viel Spaß mit dem neuen Super Mario Spiel. Oder Mario vs. Donkey Kong Spiel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn du es hörst. Hallo und grüß euch bei mir im Studio. Ich bin Daniel und heute wird wieder gezockt. Danke für dich. Bis zum nächsten Mal.